Ist er soweit, Dillis? Ich rufe noch mal nach ihm. Norman! Es ist so nett von Trevor, dass er heute mit dir Vögel beobachten geht. Ja, Mom. Du wirst dich also benehmen, so gut es geht, klar? Ja, Mom. Meinen Sie, es wird regnen, Trevor? Ja, Mom. Ich meine, es sind schon ein paar Wolken am Himmel zu sehen, Dillis. Ich habe euch auch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Käsebrote mit Gürkchen. Cool. Die sind fürs Mittagessen gedacht. Hallo, Leute. Hallo, Elvis. Die beiden gehen Vögel beobachten. Wenn ihr rechtzeitig wieder da seid, könnt ihr mich im Fernsehen sehen. Oh, keine Sorge. Jeder in Pontypandy weiß doch, dass du heute Abend in dieser großen Fernsehshow singen wirst, Elvis. Hier, es steht sogar in der Zeitung, du wirst berühmt, Elvis. Oh nein, das glaube ich nicht. Kann ich dein Autogramm haben? Vielleicht ist es ja irgendwann etwas wert. Und ich hätte gern ein gemeinsames Foto mit unserem neuen Superstar. Oh. Vergiss uns nicht, wenn du reich und berühmt bist. Ist ja nur eine kleine Show. Unsinn, Elvis, das ist ein ganz großer Durchbruch. Oh. Na schön, und jetzt geht's los zum Vögelbeobachten. Bis nachher, Mom. Viel Spaß! Ich? Ein Superstar? Nein. Jupiter soll so sauber werden, dass sich mein Essen darin spiegelt. Ich meine, dass ich mein Gesicht davon essen kann. Putzt einfach weiter. Ridlington, du bist zu spät. Tut mir leid, ich musste mir noch die Haare schneiden lassen. Für meinen heutigen Fernsehauftritt. Dann setz mal den Helm auf deine neue Frisur und mach dich an die Arbeit. Fernsehauftritt, alberner Kram. Können wir jetzt unsere Brote essen, Mr. Evans? Ich hab doch schon solchen Hunger. Noch nicht. Ich will vorm Essen erst ein Foto vom purpurkehligen Wolkenwaldsänger machen, Norman. Vom was? Das ist eine sehr seltene Vogelart. Ich hoffe schon seit Jahren darauf, ihn zu sehen. Aha. Und wie wäre es dann mit einem Stück Kuchen? Ach, später. Und jetzt komm. Sieht nach einem sehr ruhigen Nachmittag aus, Leute. Hoffentlich brennt es nirgendwo. Der Rauch geht mir immer so auf die Stimme. La 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 la. La 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 la. Hör auf mit dem Geheule und mach dich an die Arbeit. Entschuldigung. Och, können wir jetzt endlich mal was essen, Mr. Evans? Nein, Norman. Ich habe meinen purpurkehligen Wolkenwaldsänger noch nicht gesehen. Oh, ich glaube, da drüben ist eins von diesen Wolkenwalddingern. Ein purpurkehliger Wolkenwaldsänger? Wo? Gleich da drüben hinter dem Baum. Unglaublich. Du wartest hier, während ich drüben nachsehe. Also, was esse ich jetzt zuerst? Da war kein Vogel. Du musst dich wohl geirrt haben. Komm jetzt. Oh nein! Sir, habe ich da vielleicht einen Pickel auf der Nase? Ich sehe nichts, scheint völlig... Ridlington, du sollst dich auf deine Arbeit konzentrieren und nicht auf deine Nase. Arbeit? Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr so lange Feuerwehrmann. Was? Du willst kein Feuerwehrmann mehr sein? Trevor sagte, dass ich vielleicht ein Superstar werde. Gut. Aber denk dran, hier auf der Feuerwache bist du zuallererst mal ein Feuerwehrmann. Wenn du heute Abend im Fernsehen auftrittst, grüßt du dann deinen alten Freund Hauptfeuerwehrmann-Stil? Also ich glaube, er flog da lang. Dann sehe ich gleich mal nach. Und ich werde mich mal ums Essen kümmern. Oh, ein Gewitter. Wir sollten zurückgehen. Und was ist dann mit unserem Essen? Aber das Essen ist doch jetzt nicht so wichtig, Norman. Aber Sie haben den Vogel noch gar nicht fotografiert. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Komm mit. Tja, und jetzt geht's auf ins Fernsehstudio. Wenn Quidlington die Feuerwehr tatsächlich verlässt, müssen wir wohl einen Ersatz für ihn finden, Sam. Hat er denn wirklich gesagt, dass er geht? Na ja, er sprach davon, dass er vielleicht nicht mehr lange Feuerwehrmann sein wird. Er will stattdessen ein Superstar werden.
aus. Ich rufe lieber Hilfe. Es wäre sehr schade, wenn Elvis geht. Oh, einen Moment, Sam. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen. Wir müssen uns beeilen, sonst wird daraus noch ein richtiger Waldbrand. Ich werde Tom anrufen. Gute Idee, Sam. Nur dumm, dass Critlington nicht hier ist. Wir könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen. Bleibt denn der Bus? Hi, kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James. Oh, du hast dir ja auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja, Sam rettet Menschen, er ist ein Held. Und er darf immer mit Jupiter herumfahren. Schade, das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis. Nein, da hast du wohl recht. Was ist denn los, Sam? Im Wald brennt ein Baum und wir fürchten, das Feuer könnte sich ausbreiten. Oh, also was Ernstes. Vielleicht sollte ich euch lieber helfen. Aber was ist mit deiner Fernsehshow? Ich bin immer noch zuerst Feuerwehrmann. Wow! Da ist Feuerwehrmann Sam. Ja, und da kommt auch Tom. Cool. Hey, geht's euch auch gut? Also, ich fühle mich ein bisschen schwach. Ein belegtes Brot könnte mir helfen. Ach, aber doch nicht jetzt. Mit Toms Hilfe schaffen wir es. Jetzt ist es zu spät, noch rechtzeitig zu deiner Fernsehshow zu kommen. Nicht, wenn wir mit dem Hubschrauber fliegen. Spring schon rein, Elvis! Wow! Fantastisch! Ganz genau wie ein echter Superstar! Warte doch, Elvis! Du hast was vergessen! Viel Glück! Wir werden dir alle zuschauen! Danke! Wir sehen uns morgen früh zum Dienstbeginn, Penny! Mach's gut! Und viel Erfolg! Ah! Dieser gemeine Vogel hier isst alle belegten Brote auf. Das ist ja der purpurkehlige Wolkenwaldsänger. Jetzt nicht bewegen, Norman. Und jetzt extra aus Pontypandy eingeflogen, Elvis Critlington. Dieses Lied ist für all meine Freunde in Pontypandy. Aber ganz besonders für Feuerwehrmann Sam und Penny und natürlich für Hauptfeuerwehrmann Steel. Die besten Kollegen auf der ganzen Welt. Habt ihr das eben alle gehört? Er hat meinen Namen gesagt. Ich singe mein Lied, bis ich nicht mehr kann. Doch zuallererst bin ich ein Feuerwehrmann. Ein Dinglingling, es weiß jeder Mann. Zuallererst bin ich nun mal ein Feuerwehrmann. Oh, das ist mein Junge. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.